Ein guter Fakt. Er stellt seinen Wecker zum Frühgebet. Okay. Überhört den. Aha. Steht irgendwann um 8:30 auf. Mhm. Sagt, ich habe das Gebet verpasst. Eigentlich kann ich dann, wenn ich es eh verpasst habe, weiterschlafen. Weiterschlafen. Aha. Und dann steht er irgendwann mal auf. Um 11, 12 Uhr. Geht erstmal duschen. Danach trinkt er einen Kaffee. Und dann isst er ein Brötchen und dann betet er. Und dann fragt er, kann ich das Gebet nachholen? Nein. Dies hier, das mit Absicht verpasst. Wenn er das mit Absicht verpasst, braucht er das Gebet nicht mehr zu beten. Das Gebet ist weg. Khalas. Gülle, Gülle. Ja? Er muss das pünktlich beten. Wenn er absichtlich das Gebet nicht betet, ist es verpasst. Das heißt, es ist ungültig dann, wenn er es in einer anderen Zeit beten will. Das heißt, wenn du verschlafen hast, das Erste, was in deinem Kopf sein muss, ist das Gebet. Nicht erstmal essen, erstmal Kaffee trinken. Nein, du musst erstmal beten. Das Erste, was ist, was du machen musst. Genauso diejenigen, die in Janaba-Zustand schlafen. Ist ja erlaubt. Aber es gibt manche Spezialisten, der steht da morgens auf, verschläft und dann bleibt er erstmal. Ja, ich habe hier Janaba, ich kann ja noch nicht beten. Ja, Achi, dann geh duschen. Ja, nee. Geh duschen, damit du beten kannst. Das Erste, was in deinem Kopf sein muss, ist das Gebet. Und nicht, ja, ich habe Janaba, ich kann nicht. Frauen auch, genauso. Ja, sie hat, die Monatsperiode ist vorbei. Es kommt kein Blut mehr raus. Oder besser gesagt, es kommt halt diese Flüssigkeit heraus, diese gelbe, weiße Flüssigkeit, die der Frau zeigt, dass die Monatsperiode auf jeden Fall vorbei ist. Und dann macht sie keinen Rüssel. Er wartet erstmal. Erstmal shoppen gehen, erstmal gucken gehen, erstmal. Nein, du musst erstmal beten. Das ist das Erste, was du machen musst. Also erstmal Rüssel, jetzt in diesem Fall, und dann beten. Deswegen müssen wir das Gebet an erster Stelle setzen. Vor allen anderen Dingen. Wallahu a'lam. Ja, dhakir al-ashab. Komm, Mutter, die Bahn.